Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, die Ereignisse am Planeten oder auf dem Planeten der Affen nehmen Fahrt auf und hier mit dem Halbsextil wird natürlich immer wieder eine Periode des Aufräumens eingeleitet, weil ungefähr in einem Monat geht die Sonne wieder in Konjunktion mit Neptun, Merkur ebenso und beginnt dann wieder einen neuen Illusionszyklus. Ja. Und wie wir gesagt haben, Neptun hängt natürlich auch immer wieder mit den Utopien des Sozialismus und des Kommunismus zusammen. Und hier haben jetzt zu viele Entitäten, also Seelen, weil Menschen möchte ich nicht zu uns sagen, weil wir keine Menschen sind. Wir haben zwar menschliche Gestalt, aber wir sind keine. Es haben zu viele gecheckt, was jetzt in dieser Matrix abgeht. Also das heißt, das Oktogon möchte einen neuen Schwung Seelen haben. Wir sind schon alte Hosen. Ja? Und da ist für uns die Zeit hier auf Luna Park eben abgelaufen. Ist ja nichts dabei. Es ist halt ein ewiger Zyklus, wie es eben hier, das Rad des Schicksals, ja, innerhalb unseres Sonnensystems, weil das ist die Sonne, die 10, ja, wie es immer wieder andeutet. Es kommt dann halt ein neuer Schwung Seelen, ne, halb so schlimm. So, gehen wir mal doch auch ein bisschen in die Astrologie. Wir haben den Mond im Steinbock, das heißt, die Gefühle sind sehr stark kontrolliert, große Selbstdisziplin, Härte, Grausamkeit und so weiter. Und gleichzeitig ist der Mond auch der Herrscher des 8. Hauses und steht ganz genau auf der Achse 2-8. Ihr erinnert euch, in den letzten Horoskopen hatten wir ebenfalls den Mond hart an der Grenze, ich glaube, war das nicht zuletzt Spitze 12 des Haus? Verzeihung, ich verwechsel schon einiges. Also das heißt, hier steht ja das Finanzsystem in einem Sterbetransformationsprozess. Das Finanzsystem kann nicht sterben. Warum? Weil sie dann eben einfach die Spielregeln ändern. Ja? Und dann werden wieder Kaurimuscheln ausgegeben oder was auch immer. Finanzsysteme können nie sterben. Wir werden enteignet. Das System lebt weiter. Dann haben wir hier noch den Pluto als Herrscher als Nebenherrscher des Aszendenten und als Herrscher des 12. Hauses. Naja, Finanzen und Betrug, würde ich sagen, ist eine untrennbare Einheit. Gleichzeitig befindet sich Deutschland und der Betrug und das Wachstum unter Anführungszeichen im 6. Haus. Also das heißt, hier wird darauf hingewiesen, dass die Energie in Deutschland einfach krank ist, ja. Also das heißt, hier stimmt einiges nicht mehr, aber das ist uns ja auch schon aufgefallen. Das 5. Haus, ich sage, es ist nicht nur Wachstum, sondern es ist auch Wohlstand, sozusagen der Lebensstandard, krankt ebenfalls. Und hier haben wir eben, wie ich immer sage, die Doppelverbindung, einerseits die Arbeitsplätze, aber auf der anderen Seite das Thema Gesundheit, welches auf 100% Illusion aufbaut. Aber das beschreibt ja auch hier dieses Halbsextil, das betont ja die Illusion. Und hier, ich habe es hier im Evangelium steht drinnen, also hier unter Sonne Neptun nachgesehen und hier unter Merkur, was den Aspekt eben beschreibt, geistige Störungen habe ich angestrichen, Nervenschwäche, Täuschungen. Und das, glaube ich, bringt den Sachverhalt Herrscher von 12 in 6, Herrscher von 1, dasselbe, ja, bringt das hier sehr gut zum Ausdruck. Wir unterliegen halt hier kollektiven Täuschungen und da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Wir haben dann den Herrscher von 2, der Saturn im Wassermann, im Quadrat zu Uranus im 5. Haus und Uranus ist der Herrscher des 3. Hauses. Also das heißt, die Wirtschaft ist nicht mehr finanzierbar. Das funktioniert alles nicht mehr, das läuft alles nicht mehr. Die Spiele werden jetzt abgebrochen. Es ist so, es ist eine Tatsache und ich habe immer gesagt, es geht alles gut aus. Woher weiß ich das? Na, weil das hier ein Spiel ist. Ganz einfach. Hier ist nur ein Spiel. Warum sagen die fernöstlichen Weisheiten, dass Gleichmut so wichtig ist? Na, ganz einfach. Gleichmut bedeutet, dass ich alle diese Spiele hier beende. Das heißt, Besitz, Sexualität, gesellschaftliche Stellung, Reichtum, ein toller Körper, was auch immer, bedeuten nichts mehr. Und als Oberstes in der Pyramide, ja, der Schlussstein auf der Pyramide ist die eigene Wichtigkeit. Und darum geht es in allererster Linie. Unsere vermeintliche Großartigkeit. Und hier werden wir unter Zuhilfenahme des Systemes, also des Oktogons oder des Spinnennetzes, nennen wir es, wie wir es wollen,
werden wir natürlich jetzt auf die Bedeutungslosigkeit von uns selbst zurückgeworfen. Und je mehr wir uns zurücknehmen können, also die Zahlen passen ja heute grandios, die Mäßigkeit, Bescheidenheit, Dankbarkeit, Demut, je mehr wir uns zurücknehmen können, desto besser läuft es. Es ist hier nur Matrix. Und unsere Wichtigkeit, was ist unsere Wichtigkeit? Unsere Wichtigkeit hängt mit unserem Ich-Gefühl zusammen. Und dieses Ich-Gefühl ist was? Eine Installation der dunklen Energie, welche uns ungefähr ab dem 4., 5. Lebensjahr von der dunklen Energie verpasst wurde. Und seit damals, seit dem 5. Lebensjahr, vielleicht erst 6. Lebensjahr, beginnen wir Geschäftsleute zu sein. Wir kalkulieren. Kleinkinder, 3, 4 Jahre alt, die schenken dir ihr Lieblingsspielzeug, ihren Teddybären. Das Tollste, was sie haben, schenken sie dir aus ganzem Herzen. Ein Kind mit 6 Jahren macht das nicht mehr, weil dort ist die dunkle Energie schon hineingeschlüpft. Alles Liebe, einen wundervollen, verregneten Sonntag bei uns, aber gar kein Problem. Bitte bleibt in Zuversicht, in Ruhe, in Vertrauen, weil der Sturm, der hier weht, ist eigentlich nur einer im Wasserglas. Alles Liebe, euer Astrowolf. Ende.